Was würde ich tun, wenn ich das Trading jetzt komplett neu lernen würde? Ich trade bereits seit Ende 2012 und mache das Ganze seit 2015 hauptberuflich. Sehr oft werde ich gefragt, Tobias, wie würdest du vorgehen, wenn du das Trading jetzt komplett neu erlernen würdest? Ich werde dir in diesem Video die exakten Schritte zeigen, wie ich vorgehen würde, um von null bis zum hauptberuflichen Trader zu kommen. Das hier ist eine komplette Anleitung für jeden, der gerne zum hauptberuflichen Trader werden möchte. Hierbei spielt es keine Rolle, wo du aktuell im Trading stehst, ob du ganz am Anfang stehst und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, oder ob du schon fortgeschritten bist, schon einige Jahre tradest, nicht profitabel bist und dich in diesem ganzen Trading-Dschungel verloren hast und gar nicht weißt, wie du jetzt weitermachen sollst. Dieses Video ist für jeden, der im Trading erfolgreich sein möchte. Bevor wir allerdings mit diesen ganzen Schritten anfangen, ist erstmal eine Sache zu klären. Und zwar, hast du überhaupt die Voraussetzungen, um ein erfolgreicher Trader zu werden? Um das Trading richtig zu erlernen, solltest du 2 bis 3 Stunden am Tag in das Trading investieren können. Hierbei spielt es keine Rolle, ob das morgens ist, vormittags, nachmittags oder abends. Selbst von 19 bis 21 Uhr kannst du immer noch sehr gute Trades machen, wenn du das richtige Handelssystem dafür hast. Denn am Abend sind die Märkte schön ruhig und man kann da sehr gute Trades machen. Das bedeutet, die allererste Voraussetzung ist es, dass du schauen solltest, wann kannst du 2 bis 3 Stunden am Tag in Trading investieren. Das Trading ist natürlich nicht kostenlos. Du hast Kosten für Software, Datenfeed, eine Fremdkapitalprüfung, wenn du später mit Fremdkapital traden möchtest, was wir auch in diesem Video thematisieren. Das alles kostet natürlich Geld und dementsprechend würde ich für das Trading 2.000 bis 3.000 Euro Puffer einplanen. Wichtig ist auch, dass du die richtige Erwartungshaltung hast. Ich weiß, es wird in sehr vielen dubiosen Werbungen suggeriert, nach 1 bis 2 Monaten im Trading direkt 5-stellig zu verdienen, wenn du einfach nur irgendeiner Scam-WhatsApp-Gruppe beitrittst. Ich kann dir aber sagen, das ist kompletter Betrug und funktioniert so nicht. Trading ist ein Beruf, den man erlernen muss, so wie jeden anderen auch. Trading ist kein Hobby, sondern muss wirklich erlernt werden. Dementsprechend würde ich von Anfang an eine realistische Erwartungshaltung setzen von 12 Monaten, dass wenn du das Trading wirklich richtig angehst, wirklich mit sauberem Fundament und die Arbeit reinsteckst, dass du nach 12 Monaten dir selbst einfach als persönliches Ziel setzt, hey, nach 12 Monaten zum Beispiel hauptberuflich zu traden. Aber Trading ist kein Get-Quick-Rich-System, sondern etwas, wo du über Jahre hinweg wirklich Wohlstand aufbauen kannst. Wichtig ist hierbei aber auch die richtige Intention. Wenn nur aus Geldgründen zum Trading kommt, der wird hier sehr schnell aus dem Business ausgespült. Denn im Trading gibt es Hochphasen, gibt es Tiefphasen, wie in jedem anderen Business auch. Und es überleben nur diese Leute, die auch wirklich diese Leidenschaft dafür haben, dieses innere Feuer. Wenn du aber nur dem nächsten Penny hinterherjagst, dann kann ich dir eine Sache sagen, deine Chancen im Trading erfolgreich zu werden sind extrem schlecht. Das heißt, du solltest dieses grundlegende Interesse und diese Begeisterung für die Finanzmärkte mitbringen. Der typische Trader-Alltag besteht auch daraus, dass du an den Märkten bist und dein Geld verdienst. Du sprichst nicht mit Kunden, musst ihnen nicht irgendetwas verkaufen, sondern kannst für dich dein Geld verdienen und kannst dir natürlich deine Zeit so einteilen, wie du möchtest. Du kannst vormittags traden, du kannst nachmittags traden, du kannst abends traden, du kannst auch traden, wo du möchtest. Und wenn du sagst, hey, ja, das passt zu mir, ich bringe die nötigen Voraussetzungen mit,
Dann starten wir direkt mit dem ersten Schritt. Wie würde ich vorgehen, um von null zum hauptberuflichen Trader zu kommen? Das allererste, was ich machen würde, ist es, mich generell über das Thema Trading zu informieren. Was ist Trading überhaupt? Was für Handelsstile gibt es? Was für Instrumente gibt es? Kurz gesagt, im Trading wettest du auf den zukünftigen Kursverlauf. Wenn du der Meinung bist, dass der Markt steigen wird, dann kaufst du und wenn der Kurs steigt, verdienst du Geld. Wenn du der Meinung bist, dass der Kurs fallen wird, dann verkaufst du und wenn der Kurs fällt, verdienst du Geld. Im Trading gibt es unterschiedliche Trading-Stile. Es gibt zum einen das Swing-Trading. Da gehst du in den Trade und hältst ihn über mehrere Tage. Es gibt das Day-Trading. Da hältst du deinen Trade nur im Intraday-Bereich. Das bedeutet, wenn du in eine Position gehst, dann kannst du die mehrere Stunden halten, aber am gleichen Tag schließt du deine Position. Du hältst sie nicht über Nacht. Dann gibt es das Scalping. Das Scalping ist das sehr kurzfristige Trading, wo du nur eine Minute oder weniger oder zwei Minuten in einer Position bist. Und es gibt das Positionstrading, wo du über mehrere Wochen oder Monate in einer Position bist. Was würde ich dir empfehlen, beziehungsweise welche von diesen Trading-Stilen würde ich angehen, wenn ich neu starten würde? Wenn man mal darüber nachdenkt, das Wetter für die nächsten zwei Minuten ist viel einfacher zu bestimmen als für die nächsten Tage, dann würde ich definitiv in das kurzfristige Trading gehen. Das bedeutet Scalping und Daytrading. Denn es ist viel einfacher, die Märkte für die nächsten paar Minuten vorherzusehen, als für die nächsten Tage oder sogar Wochen. Und das kurzfristige Trading, Scalping, Daytrading, ist auch genau das, was wir beibringen. Denn mit dieser Trading-Art hat man am meisten Erfolg, weil es am wenigsten Risiko beinhaltet. Denn die Märkte werden durch große Marktteilnehmer bewegt. Ich war damals in einer Vermögensverwaltung und habe gesehen, wie die Märkte manipuliert werden, wie Positionen aufgebaut werden, wie Positionen abgebaut werden. Es kann jederzeit passieren, dass irgendjemand einfach mal den Markt in eine Richtung drückt. Und dieses Risiko, wenn du in einer Position bist und die über mehrere Tage halten willst, hast du einfach viel zu hohes Risiko. Dementsprechend würde ich definitiv in das Daytrading und in das Scalping gehen. Du hast im Trading auch unterschiedliche Instrumente. Es gibt das Forex Trading. Das ist das Trading von Währungspaaren, wie zum Beispiel dem Euro zum US-Dollar oder dem US-Dollar zum kanadischen Dollar. Das ist das Forex Trading. Es ist auch der meist manipulierteste Markt der Welt. Es gibt das Future Trading, da handelst du Indexmärkte. Ja, das bedeutet den DAX Future, den S&P. Du kannst auch Rohstoffe handeln, wie Öl, Gold oder Kupfer. Und hier handelst du an einer Terminbörse. Hier hast du Einblick in sogenannte Level 2 Daten. Das bedeutet, du siehst, was andere große Marktteilnehmer, die die Märkte bewegen, auch tun. Es gibt noch das CFD Trading. Das CFD Trading ist praktisch eine Kopie von dem Future Trading. Ja, du handelst die gleichen Märkte wie in den Futures, nur dass du nicht an der echten Börse bist, sondern gestellte Kurse bekommst von einem Broker oder von einem Liquidity Provider. Du handelst, wie gesagt, nicht an der echten Börse und die Kurse sind von den Futures kopiert. Wenn du im CFD Geld verlierst, dann geht das Geld zum Broker. Wenn du aber im Future Geld verlierst, dann geht das an die Börse. Wenn du im CFD Geld verdienst, dann kommt das Geld vom Broker oder vom Liquiditätsprovider. Das zahlt der aus eigener Tasche. Wenn du im Future Geld verdienst, dann kommt das Geld von der Terminbörse. Also du siehst, CFD ist dieses Instrument, was am wenigsten Sinn macht. Da kannst du gleich an den Futures handeln. Weil im CFD-Trading, da
Da handelst du nicht an der echten Börse, du hast keine Level 2 Daten, siehst gar nichts, was andere Marktteilnehmer tun und hast natürlich noch die Broker oder den Liquiditätsprovider gegen dich. Also du hast praktisch keinen Vorteil. Dementsprechend, dieses Finanzinstrument würde für mich komplett wegfallen. Ja? Dann gibt es noch Aktien. Aktien kannst du natürlich auch traden, zum Beispiel Apple, Facebook, Amazon, ganz klar. Bei Aktien ist das Ganze so, dass du die natürlich auch im Daytrading-Bereich handeln kannst, aber natürlich kannst du auch in Aktien investieren. In Aktien investieren würde ich jetzt nicht unbedingt als Weg sehen, um zum hauptberuflichen Trader zu kommen in kürzester Zeit, denn es erfordert natürlich ein sehr hohes Vermögen. Bei einer durchschnittlichen Rendite von 10% im Jahr kannst du dir ausrechnen, wie lange es dauern könnte, bis man mal davon leben kann oder auch was Dividenden angeht. Du kannst natürlich Aktien auch daytraden. Du musst dir da allerdings jeden Tag neue Aktien raussuchen. Im Future Trading, da handelst du immer die gleichen Märkte und hast den Vorteil, dass du die Märkte auch richtig kennenlernen kannst. Du weißt, wie die Märkte funktionieren, wie die laufen, während du bei Aktien jeden Tag in irgendwelchen anderen Märkten unterwegs bist und keinen Markt so richtig kennenlernen kannst. Und wenn man das jetzt alles mal so betrachtet, Forex, ja, komplett manipuliert, ne? Also der meist manipulierteste Markt der Welt, Futures hat da die höchsten Vorteile. Dementsprechend würde ich da auch auf jeden Fall ins Future Trading gehen und an den Future Märkten Daytrading oder Scalping betreiben. Jetzt wissen wir schon mal, was wir machen wollen. Und im zweiten Schritt geht es jetzt darum, alle Informationen zu diesem Thema zu lernen. Das bedeutet, ich würde mir jetzt alle Informationen zum Thema Futures Trading, im Daytrading oder im Scalping beschaffen. Wichtig ist, dass du eine Sache verstehst. Die Märkte, die werden nicht durch irgendwelche Strategien oder durch irgendwelche Muster bewegt, wie es in Büchern oder auf irgendwelchen Webseiten beschrieben wird. Ja? An den Märkten werden jeden Tag Positionen aufgebaut, abgebaut und die Märkte werden natürlich manipuliert von großen Marktteilnehmern, weil die Märkte werden manipuliert, um Positionen auf- oder abzubauen. Dementsprechend ist es wichtig, sich ein Marktverständnis anzueignen. Du solltest wissen, wie sowas funktioniert, Positionsaufbau, Abbau, Marktmanipulationen, wie du sowas an den Märkten erkennst. Du solltest funktionierende Handelsansätze erlernen. Und das Beste, was du da machen kannst, ist es, dass du dir da einen Mentor holst. Das ist die Sache, die ich definitiv machen würde. Denn eine Sache kann ich dir versichern. Kein Mensch, der sich über Jahre mit harter Arbeit ein funktionierendes Handelssystem aufbaut, würde es jemals im Internet auf irgendwelchen Webseiten kostenlos weitergeben. Ich selbst habe es auch 3 Jahre lang die ganze Zeit probiert, mir irgendwo was rauszuziehen, bis ich dann letzten Endes mich auch richtig ausbilden haben lasse von meinem Mentor in der Vermögensverwaltung und ich da gelernt habe, wie die Märkte funktionieren, Positionsaufbau, Abbau, Marktmanipulation, allgemeines Marktverständnis. Und das ist eine Sache, die dir extrem viel Zeit spart. Dementsprechend würde ich mir definitiv einen Mentor suchen. Ich würde gar nicht da irgendwo im Internet rumsuchen, weil du findest garantiert nicht alle Informationen. Ich habe selbst probiert und viele andere Leute, die ich kenne, auch. Wenn man jetzt alle Informationen gelernt hat, Marktverständnis gelernt hat, verschiedene Handelsansätze gelernt hat, dann geht es an die Umsetzungsphase. Hier geht es darum, Screentime zu sammeln. Das bedeutet, man tradet jetzt alles, was man gelernt hat. Man setzt sich hin und tradet aktiv an den Märkten. Und eine Sache, die sehr wichtig ist, und so habe ich auch alle meine Handelssysteme aufgebaut, durch Trading Review. Das bedeutet, man tradet jeden Tag und am Ende des Tages macht man ein Review. Das bedeutet, du speicherst dir alle Trades, die du gemacht hast, speicherst du dir ab und schreibst dir zu jedem Trade auf, alles, was hier gegeben war. Bei Verlusten sowie auch bei Gewinnen. Was hast du hier gesehen? Was war es für eine Situation? Du solltest dir deinen besten Trade des Tages extra abspeichern und dir ganz genau aufschreiben, was hier alles vorhanden war und deinen besten Trade des Tages immer ganz genau analysieren. Das bedeutet,
wenn du 3 Trades gemacht hast und bei einem Trade, den hast du sofort von Anfang an gesehen, da hast du dich gut gefühlt, ja, der ist schön gelaufen, das hat alles einfach gepasst, den solltest du dir separat abspeichern. Ebenso jeden Tag sich selbst aufschreiben, was hat man heute gut gemacht, was hat man heute schlecht gemacht, was hat man für Fehler gemacht, warum sind diese Fehler passiert und was kannst du tun, damit diese Fehler nicht nochmal passieren. Das heißt, du machst ein Review, du schaust dir an, was du an den Märkten gemacht hast, analysierst deine Fehler, um daraus besser zu werden. Und das Ganze würde ich 2 bis 3 Wochen so machen. Jeden Tag traden und jeden Tag Review machen und mir alles immer abspeichern. Denn diese Informationen, die werden gleich sehr wertvoll für dich. Denn im 4. Schritt geht es an die Spezialisierung. Das bedeutet, jetzt werden alle Daten, die du vorher gesammelt hast, ausgewertet. Du schaust dir ganz genau an, unter welchen Bedingungen, unter welchen Umständen hattest du immer deine besten Trades. Unter welchen Bedingungen und Umständen hattest du immer deine schlechtesten Trades. Denn jeder Trader hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und es gibt unterschiedliche Marktphasen, unterschiedliche Szenarien. Ja, es gibt einmal den kompletten Seitwärtsmarkt, wo die Märkte sich komplett seitwärts bewegen. Es gibt Leute, die sind extrem gut darin, in diesen Seitwärtsmärkten zu handeln. Es gibt den Trendmarkt, wo der Markt wirklich in eine Richtung im Trend läuft. Es gibt Leute, die sind sehr gut im Trend. Es gibt aber auch Leute, die sind im Trend nicht so gut, die performen einfach besser in Seitwärtsmärkten. Es gibt auch die Szenarien, wo der Markt im Trend ist und dann komplett in sich zusammenfällt. Ja? Auch dafür haben wir sehr gute Handelsansätze und auch das kann man sehr profitabel handeln. Es gibt Leute, die sind in solchen Szenarien auch sehr gut. Und dementsprechend sollte man dann schauen, hey, unter welchen Gegebenheiten bin ich gut? Und dementsprechend war es so wichtig, im Trading Review sich jeden Trade abzuspeichern und sich immer genau aufzuschreiben, was hier alles gegeben war. Sodass bei der Spezialisierung der Fokus auf deine Stärken gelegt wird und diese Stärken, die werden ausgebaut. Ja, wenn du im Seitwärtsmarkt sehr gut bist und im Trend immer nur Verluste gemacht hast, was du gesehen hast von den letzten 3 Wochen, tja, dann wird der Fokus nur auf Seitwärtsmärkte gelegt, damit diese Stärken jetzt erstmal ausgebaut werden. Die Schwächen, die können dann später angegangen werden, aber wichtig ist, sich erstmal daraus ein richtiges Handelssystem aufzubauen. Das bedeutet, du schreibst dir jetzt einen Tradingplan. Wenn du genau weißt, hey, in welchen Szenarien war ich gut, wo nicht, dann schreibst du dir einen Tradingplan. Ein Tradingplan ist ein Dokument, der dein ganzes Trading komplett zusammenfasst. Das bedeutet, du schreibst ganz genau rein, wie machst du die Analyse, wo suchst du deine Trades, was willst du sehen, um einen Trade einzugehen, wie machst du dein Management, welche Märkte tradest du, zu welchen Uhrzeiten tradest du, wie viel Dollar riskierst du pro Trade. Ja, das bedeutet hier auch zu sagen, ich wähle hier einen Betrag, mit dem ich mich wohlfühle und du erstellst dieses Dokument. Also stell dir vor, jemand würde dich fragen, hey, wie tradest du denn eigentlich? Und du würdest ihm einfach nur diesen Tradingplan geben, wo ganz genau beschrieben steht, wie genau du tradest und man diesen Plan einfach replizierbar umsetzen kann. Denn eine Sache ist im Trading extrem wichtig. Wenn du konstante Ergebnisse erzielen willst, dann solltest du auch konstant das Gleiche machen. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, dass du einen Tradingplan hast, wo alle deine Regeln festgehalten sind, wo du genau weißt, was du wann zu tun hast. Denn es gibt nichts Schlimmeres als ahnungslos, wenn irgendeine Marktbewegung passiert und man sofort, oh, wie reagiere ich darauf? Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil dann handelst du aus Intuition heraus und das Ganze kann natürlich nicht zu konstanten Ergebnissen führen. Also, einen Tradingplan erstellen. Das macht man in der Spezialisierungsphase. Im 5. Schritt würde ich jetzt Vertrauen aufbauen. Denn die allermeisten Fehler im Trading resultieren daraus, weil du kein Vertrauen zu deinem Handelssystem hast, beziehungsweise dein Handelssystem überhaupt nicht wirklich kennst. Zum Beispiel, wenn du 3, 4, 5 Mal hintereinander verlierst, viele Trader, die flippen dann komplett aus, die können dann diese Verluste nicht akzeptieren, wollen es dann zurückholen,
zweifeln dann an ihrem System, wollen dann irgendwelche Anpassungen treffen, bei den nächsten Trades passen sie dann was an, werden dann ausgestoppt und, ja. Das ist ein Teufelskreis. Aber der Ursprung von diesen ganzen Fehlern ist es, weil man kein tiefes Vertrauen zu seinem Handelssystem hat, beziehungsweise sein Handelssystem gar nicht kennt. Wenn du ganz genau wüsstest, dass selbst 5, 6, 7 Trades hintereinander in deinem Handelssystem vollkommen normal sind und der Monat trotzdem profitabel ist, dann würde man nicht nach den ganzen Verlusten ausflippen, sondern man würde sein System einfach durchziehen, weil man Vertrauen hat. Und genau das ist das, was alle professionellen Trader auch tun. Sie haben Vertrauen in ihr Handelssystem, beziehungsweise sie kennen es. Und das ist der fünfte Schritt. Man baut Vertrauen auf und lernt sein Handelssystem kennen. Wie macht man das Ganze? Ganz einfach. Du gehst in die Vergangenheit und überprüfst jetzt, ob dein Tradingplan, den du aufgesetzt hast, überhaupt funktioniert. Das heißt, du erstellst eine Tabelle und in diese Tabelle trägst du dir alle Trades aus der Vergangenheit ein, die es mit deinem Tradingplan gegeben hätte. Gewinne und Verluste, alles. Aber nur Trades eintragen zu Uhrzeiten, die du auch wirklich umgesetzt hättest. Wenn du am Vormittag gar nicht tradest, dann bringt es dir nichts, in deine Tabelle Trades aufzuschreiben vom Vormittag. Das bringt dir nichts in der Auswertung. Dich interessiert ja, wie funktioniert mein Handelsplan zu meiner Uhrzeit? Und das nennt sich Research. Du gehst in die Vergangenheit und schaust dir alle Trades an, die es gegeben hätte mit deinem Tradingplan und speicherst diese ab in der Tabelle. Speicherst auch für jeden Trade einzelne Bilder ab, damit du das dann später dir immer wieder anschauen kannst, weil damit wird dann nämlich gearbeitet. Wichtig ist, dass du im Research komplett ehrlich zu dir bist. Wenn du siehst, ein Verlust, okay, nächster Verlust, trag diese Trades trotzdem ein. Versuche nicht während dem Research deinen Tradingplan irgendwie anzupassen, Regeln irgendwie zu drehen und zu wenden, warum du irgendwelche Verluste vermieden hättest. Nein, solche Anpassungen, die werden später getroffen, wenn das Research vollendet ist. Und du solltest dir, damit du auch wirklich ein gutes Ergebnis hast, für jeden Markt, den du tradest, 100 Trades aus der Vergangenheit anschauen. Wenn du 3 Märkte handelst, dann suchst du für jeden Markt, wie gesagt, 100 Trades aus der Vergangenheit raus, weil dann hast du wirklich auch ein aussagekräftiges Ergebnis. Ein paar Trades bringt dir gar nichts. Wir wollen wirklich von jedem Markt 100 Trades, weil da können wir sagen, hey, das hat jetzt wirklich eine gute Aussage. Die trägst du ein, speicherst dir deine Trades komplett ab. Und dann am Ende schaust du dir das Ganze an. Du siehst dann ganz genau, wie dein Handelssystem funktioniert. Du siehst ganz genau, wie viele Verluste hintereinander normal sind, ja, wie viele Gewinne hintereinander normal sind, was die Trefferquote ist, wie viel du im Schnitt verdienst im Verhältnis zu dem, was du riskierst und. Du kennst danach dein System. Wenn du dann aber siehst, du hast jetzt alle Trades eingetragen, rechnest dann aus, wie wären die einzelnen Monate, wären die profitabel oder nicht, und du siehst, hey, dein Tradingplan, der funktioniert gar nicht, dann musst du deinen Tradingplan anpassen. Das bedeutet, während dem Research fallen einem garantiert einige Sachen über das Handelssystem auf. Einige Sachen, die man anpassen könnte, um das Handelssystem noch besser zu machen. Ja? Und wenn du mit dem Ergebnis vielleicht nicht zufrieden bist, siehst, hey, da kann man noch viel rausholen, dann kannst du den Tradingplan anpassen, nachdem du alles ausgerechnet hast. So, du kannst dir dann die einzelnen Trades anschauen, die du dir abgespeichert hast, und dementsprechend deinen Tradingplan anpassen. Und wenn du ihn angepasst hast, dann nochmal in die Vergangenheit und nochmal 100 Trades für jeden Markt, damit du wirklich siehst, hey, mein System funktioniert. Das ist verdammt wichtig. Das sieht jetzt natürlich nach viel harter Arbeit aus. Ich sag dir aber was, wenn du Leidenschaft für die Märkte hast, wenn du Leidenschaft daran hast, selbst als Person zu wachsen, besser zu werden, dann steck mal da natürlich auch die Arbeit rein. Deswegen war es wichtig, von Anfang an zu sagen, hey, du brauchst Leidenschaft für das Trading. Und ich sag dir was, erfolgreich im Trading zu werden, ist genauso anstrengend oder weniger anstrengend wie erfolglos zu sein. Erfolgreich zu werden heißt, du steckst am Anfang sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit rein. Ja, du siehst diese Research, diese Prozesse, das kostet natürlich Energie. Ne? Du musst da auf jeden Fall
Zeit reinstecken, aber du hast dafür etwas, was rauskommt. Und zwar, du hast am Ende deinen Trading-Erfolg, hast danach die zeitliche Freiheit, die örtliche Freiheit, kannst dir alles so einteilen, wie du möchtest. Mehr Freiheit als im Trading geht kaum. Hingegen, wenn du nichts machst, wenn du die Arbeit nicht reinsteckst, wenn du das so irgendwie probierst, dann vergehen Jahre über Jahre über Jahre, du verlierst immer mehr Geld, du kommst nicht voran, du fühlst dich automatisch schlecht, weil du einfach nicht weiterkommst, du hast nie Geld, dir geht es einfach nicht gut, du kannst nicht für deine Familie da sein, du kannst deiner Familie kein schönes Leben ermöglichen. Und dementsprechend geht es dir auch nicht gut. Es fühlt sich noch schlimmer an. Ja, es ist anstrengender, erfolglos zu sein, als einfach richtig erfolgreich zu werden. Dementsprechend, wenn du doch schon eh die Zeit investierst, dann mach es doch gleich richtig, anstatt Jahre über Jahre vergehen zu lassen, wo andere komplett schon hauptberuflich sind, hängt man immer noch in seiner Dauerschleife und wird nie profitabel. Ja? Deswegen lieber von Anfang an die harte Arbeit reinstecken. Wenn du jetzt dein Handelssystem hast und siehst nach dem erneuten Research, okay, jetzt mein Tradingplan, der funktioniert, ich kenne das System, jetzt passt es, dann würde ich diesen Plan nochmal 1 bis 2 Wochen im Demokonto umsetzen. Einfach mal das Ganze traden, um halt in dieses Trading richtig reinzukommen, deinen Plan umzusetzen und dir einfach selbst zu zeigen, hey, ich kann mein System umsetzen, ich habe tiefes Vertrauen in mein System, 1 bis 2 Wochen das Handelssystem umsetzen. Im 6. Schritt geht es jetzt an das Fremdkapital-Trading. Ich selbst würde mir mein Vermögen durch das Fremdkapital aufbauen. Es gibt Firmen, die stellen dir Zugangsdaten zu Konten zur Verfügung, wo du über 80% der Gewinne behalten kannst. Du brauchst dafür keine Vermögensverwaltungslizenz, du hast dabei tatsächlich auch kein Risiko und du musst nicht dein eigenes Kapital traden. Wie das funktioniert, ist folgendermaßen. Diese Firmen sagen, hey, du handelst jetzt ein Demokonto und mit diesem Demokonto hast du bestimmte Regeln. Das heißt, du darfst maximal 5 Kontrakte handeln, du hast maximal so und so viel Verlustlimit und du hast aber so und so viel Profitziel. Zum Beispiel 3.000 Euro Gewinnziel, 2.500 Euro maximaler Verlust. Und dann handelst du und wenn du diese 3.000 verdient hast im Demokonto mit den Vorgaben von den Regeln von diesen Fremdkapitalanbietern, dann bekommst du die Zugangsdaten zu dem Konto und kannst dann 80% der Gewinne behalten. Damit du dieses Fremdkapital, diese Prüfung oder Evaluation, nennt sich das Ganze, Evaluation, du machst quasi diese Prüfung, bis du das bestanden hast, diese Prüfung kostet natürlich Geld. Du musst jetzt aber bei dem Thema Fremdkapital aufpassen. Denn es gibt einige Anbieter, die kompletter Scam sind. Bei sehr vielen Fremdkapitalanbietern handelst du gar nicht live. Ja, du bekommst dann die Zugangsdaten zum Konto, wenn du diese Prüfung bestanden hast, aber du bist überhaupt nicht live an den Märkten. Ja, wenn du dann bestanden hast und dann gehst du in den Markt rein, normalerweise, wenn du irgendwo eine Order hinlegst, dann müsstest du dich selbst im Orderbuch sehen, weil wir sind an den Terminmärkten, ja, in Futures, dann müsstest du dich selbst sehen. Aber du handelst bei sehr vielen Fremdkapitalanbietern, wenn du dann bestanden hast, weiterhin Demokonten. Du bist nicht live und die Gewinne, die du machst und dir auszahlst, die kommen dann auch nicht von der Börse, sondern werden von den Fremdkapitalanbietern durch diese Evaluationsgebühren finanziert, die er natürlich verdient, durch die ganzen Trader, die diese Evaluation machen. Warum gibt es Fremdkapitalanbieter, die dich überhaupt nicht live schalten? Nun ja, du musst verstehen, mehr als 90% aller Trader verlieren ihre Konten, wenn sie bestanden haben, sowieso nach den nächsten 1-2 Wochen, weil das für sie mentaler Druck ist. Die meisten kommen gar nicht ins Geld verdienen und dementsprechend wollen die dann auch nicht ins Risiko gehen. Viele Fremdkapitalanbieter haben von Anfang an das Geschäftsmodell so aufgesetzt, dass sie durch die Evaluationen extrem viel Geld verdienen und die paar Leute, die dann Geld verdienen, die bezahlen sie dann durch diese Evaluationen und Gebühren, die sie kassieren. Dementsprechend setzen sie dann irgendwelche komischen Regeln, stellen einfach schlechte Datenfeeds zur Verfügung. Teilweise kommst du aus Positionen dann nicht raus. Ja? Dementsprechend ist es wichtig, dass du bei einem Anbieter bist,
der wirklich seriös ist, wo man wirklich live an den Märkten handelt. Ein Anbieter, der sich um seine Trader kümmert und nicht schlechte Datenfeeds zur Verfügung stellt, damit man dann nicht aus seinen Positionen rauskommt, damit man dann die Konten schnell verliert, und kein Anbieter, der wirklich extrem viel Geld mit diesen Evaluationen verdienen will. Deswegen solltest du abklären, bevor du bei irgendeinem Fremdkapitalanbieter dir so eine Evaluation holst, vorher abklären, ob du dann auch wirklich live an den Märkten handelst und nicht, wie bei den allermeisten Anbietern, dann nur im Demokonto bist. Das ist eine Sache, die sehr wichtig ist, abzuklären. Ebenso beim Fremdkapital-Trading ist es wichtig, dass du dir ein gutes Kontomodell nimmst. Ja, es gibt bei den Fremdkapitalanbietern, da gibt es nicht nur ein Konto, was du dir auswählen kannst, sondern es gibt mehrere Optionen. Es gibt Kontomodelle, wo du ein Profitziel von 3.000 hast oder von 6.000 oder von 9.000. Ich persönlich würde mir ein Kontomodell nehmen, wo ich als Profitziel 3.000 habe, weil 6.000 oder 9.000, das ist für den Anfang eine viel zu große Hürde. Ich würde wirklich da eher so ein Kontomodell nehmen, wo du 3.000 Dollar als Profitziel hast, weil es nochmal viel, viel einfacher zu erreichen, du hast viel schneller dieses Erfolgserlebnis. Wichtig ist auch der Punkt Risikomanagement. Bei den Fremdkapitalanbietern hast du zum Beispiel einen Drawdown, das heißt ein maximales Verlustlimit von, sagen wir mal, 2.500 Dollar. Da solltest du dann nicht pro Trade 1.000 Dollar riskieren, ja, sondern das Risikomanagement so wählen, wie es zu deinem Trading-System passt. Wenn du in deinem Trading-System gesehen hast, hey, 5-6 Verluste sind normal, ja, dann passt es so an, dass du vielleicht, wenn du 5-6 Trades Verluste hintereinander normal sind, ja, dann würde ich einfach dir als Puffer 10 Verluste hintereinander geben. Das heißt, wenn du ein Verlustlimit von 2.500 Dollar hast, dass du dann vielleicht 250 pro Trade riskierst, ja. Ebenso würde ich mir selbst ein Tagesverlustlimit setzen. Dieses Tagesverlustlimit sollte auch so gewählt sein, dass du niemals an einem Tag diesen ganzen Verlustlimit vom Fremdkapitalanbieter weghauen kannst, sondern wenn zum Beispiel 2.500 maximales Verlustlimit ist, dass du dann 1.250 als eigenes Tagesverlustlimit dir auch selbst so einstellst in der Trading-Plattform. Und ja, diese Funktionen gibt es, damit du einfach davor geschützt bist, dass du nicht an einem Tag gleich mal alles weghauen kannst. Und ich würde auch nicht sehr viele Konten am Anfang nehmen. Viele Leute holen sich 5, 10 oder 20 Fremdkapitalkonten und wollen diese gleichzeitig handeln, um maximal viel zu verdienen von Anfang an. Das würde ich erst später bei der Skalierung machen. Ich würde erstmal mit einem Konto starten und das Ganze solide Trade mit Fundament und dann später skalieren, worüber wir auch noch in diesem Video sprechen. Das heißt, ein Konto holen und dieses Konto wirklich solide traden. Sobald du die Fremdkapitalprüfung bestanden hast, würde ich erstmal weiter traden, bis du die ersten 3.000 bis 4.000 Euro auszahlen kannst. Denn dann geht es in den siebten Schritt, und zwar das Thema Steuern. Sobald du die ersten 3.000 bis 4.000 Euro auszahlen kannst, würde ich für das Trading ein richtiges steuerliches Konzept aufsetzen. In Deutschland ist es nicht machbar, einfach privat das Fremdkapital-Trading zu betreiben, genauso mit dem Eigenkapital-Trading. Durch diese neue Verlustverrechnung lohnt es sich nicht, in Deutschland privat mit Eigenkapital zu traden. Das Ganze würde ich immer als Gewerbe machen. Und je nachdem, ob du planst, später aus Deutschland auszuwandern oder in Deutschland alles aufzubauen, sind dann unterschiedliche Wege für dich sinnvoll. Dementsprechend würde ich das direkt mit einem Steuerberater klären. Mit dem Steuerberater ein richtiges Konzept aufsetzen. Was ich dir aber schon mal sagen kann, wenn du später sowieso planst, aus Deutschland auszuwandern, ist es sinnvoll, ein Einzelunternehmen aufzumachen und über dieses Einzelunternehmen zu traden. Denn wenn du das Ganze über eine Kapitalgesellschaft, eine UG oder eine GmbH machst und dann später aus Deutschland auswandern möchtest, kann es schwierig werden, Thema Wegzugsbesteuerung. Dementsprechend würde ich das über ein Einzelunternehmen machen. Aber ich würde sowas immer mit einem Steuerberater klären, um dann auch ein richtiges Konzept aufzusetzen. Danach
geht es in den achten Schritt, und zwar die Skalierung. Sobald das steuerliche Konzept steht, würde ich mir 5 bis 10 oder mehr Fremdkapitalkonten holen und diese gleichzeitig traden. Du kannst in den Trading-Plattformen ohne Probleme mehrere Konten gleichzeitig handeln und musst dich nicht darum kümmern, jedes Konto einzeln, sondern das alles miteinander verbunden und kannst dann darüber das Ganze skalieren. Ich würde hier monatlich 75% aller Gewinne, die du machst, direkt auszahlen. Ich würde das Fremdkapitalkonto nicht versuchen hochzutraden, denn wenn man mal aus irgendeinem Grund die Regeln brechen sollte, dann bist du raus und das Geld könnte auch weg sein. Dementsprechend würde ich monatlich wirklich 75% der Gewinne mitnehmen. Der Rest kann da ein bisschen draufbleiben als Puffer, aber monatlich immer 75% aller Gewinne auszahlen. Wenn du das Geld ausgezahlt hast, würde ich das folgendermaßen aufteilen. Zum einen natürlich mit dem Steuerberater abklären, wie viel du für die Steuern zurücklegen solltest. Von diesem Rohertrag würde ich dann die Hälfte ins Eigenkapitalkonto investieren. Das bedeutet, sobald du einen Rohertrag von 20.000 Euro durch das Fremdkapitaltrading erwirtschaftet hast, was übrigens mit mehreren Fremdkapitalkonten gleichzeitig relativ schnell gehen kann, dann würde ich in den 9. Schritt gehen, und zwar das Eigenkapitaltrading. 10.000 Euro ins Eigenkapital investieren und das Ganze parallel zu den Fremdkapitalkonten handeln. Und dieses Eigenkapitalkonto, das würde ich immer wachsen lassen. Das bedeutet, du zahlst weiterhin monatlich 75% deiner Gewinne aus dem Fremdkapital aus. Du legst einen Teil für die Steuern zur Seite und aus diesem Rohertrag würde ich jeden Monat immer die Hälfte in das Eigenkapitalkonto investieren. Warum würde ich nicht alles über das Fremdkapitalkonto machen? Ganz einfach, im Fremdkapital, wenn man mal eine Regel aus irgendeinem blöden Grund brechen sollte, können die Konten gleich wieder weg sein und dementsprechend hast du dein Eigenkapitalkonto, das ist dein Konto, was du tradest, wo du keine Regel brechen kannst in dem Sinne, wo das Konto so schnell weg ist wie beim Fremdkapital. Dementsprechend würde ich immer mehrgleisig jetzt weiterhin fahren. Mit vielen Fremdkapitalkonten Geld verdienen, immer 75% auszahlen, die Hälfte von deinem Rohertrag ins Eigenkapital investieren, das Eigenkapitalkonto weiterhin traden und das wirklich wachsen lassen. Ich würde aus dem Eigenkapital nichts auszahlen. Und das Eigenkapitaltrading, das würde ich über das gleiche Einzelunternehmen machen, was du für das Fremdkapitaltrading benutzt, falls du das über ein Einzelunternehmen auch machst. Dementsprechend würde ich das Eigenkapital dann immer wachsen lassen und vom Fremdkapital immer auszahlen. Was du mit dem Rest des Rohertrages machst, das bleibt dir überlassen. Ich würde das Ganze einfach nutzen für das Thema Kapitalaufbau, ja, dass du einfach Kapital jetzt erstmal aufbaust und Kapital erstmal sammelst, denn du möchtest sehr wahrscheinlich auch hauptberuflich traden und dafür würde ich sagen, gibt es auch einige Punkte, die du da zu beachten hast, wann du hauptberuflich traden solltest. Und zwar, wann würde ich hauptberuflich traden? Du musst eine Sache wissen, sobald du hauptberuflich tradest, kann es am Anfang ein ziemlicher Druck für dich sein. Ich weiß es noch, wie es bei mir war. Ich trade seit 2015 hauptberuflich und die ersten paar Monate, da wusste ich dann, ich verdiene jetzt an der Börse mein Geld. Und das war nochmal ein ganz anderes Gefühl und war für mich auch schon so ein bisschen Druck. Und um diesen Druck zu vermeiden, würde ich erst hauptberuflich traden, sobald du deine Lebenskosten für die nächsten 6 bis 12 Monate wirklich auf deinem Bankkonto hast. Nicht irgendwo auf deinem Eigenkapitalkonto, sondern wirklich auf deinem Bankkonto, wo du wirklich das Kapital durch das Fremdkapitaltrading aufgebaut hast. Denn dadurch weißt du, hey, ich habe jetzt keinen Druck, im Trading Geld zu verdienen, für die nächsten 6 oder für die nächsten 12 Monate habe ich genug Geld, um zu leben
und dementsprechend musst du dir darüber, über das Thema Geld, keine Gedanken machen. Denn Geld ist unterbewusst immer mit Emotionen verknüpft. Emotionen führen zu Fehlern und Fehler führen zu unnötigen Verlusten. Dementsprechend alles Mögliche tun, damit die Emotionen so gering wie möglich gehalten werden. Dementsprechend erst hauptberuflich traden, sobald du deine Lebenskosten für die nächsten 6 bis 12 Monate auf deinem Bankkonto hast. Ebenso würde ich das Ganze auch erst dann tun, wenn du mit deinem Eigenkapital-Trading deine monatlichen Lebenskosten, die du jetzt hast, mindestens 3 bis 4 Mal verdienst. Es kann sein, dass du im Fremdkapital 10.000, 15.000 Euro im Monat verdienst, aber mit deinem Eigenkapital-Trading vielleicht erst bei 5.000 bist. Warum würde ich da noch nicht hauptberuflich gehen? Genau aus diesem Grund, dass wenn du mal irgendeine Regel brechen solltest, dann sind deine ganzen Fremdkapitalkonten weg und das ist dann blöd. Dementsprechend, sobald du mit dem Eigenkapital, weil das ist wirklich dein Konto, ja, das ist wesentlich sicherer als das Fremdkapital, dementsprechend, wenn du mit dem Eigenkapital deine monatlichen Lebenskosten mindestens 3 bis 4 Mal verdienst, dann kannst du in Kombination mit dem Punkt, dass für die nächsten 6 bis 12 Monate du deine Lebenskosten sowieso auf der Seite hast, dann würde ich den 10. Schritt gehen, und zwar hauptberuflich zu traden. Denn so hast du überhaupt keinen Druck und kannst weiterhin alles richtig aufbauen. Und sobald du dann hauptberuflich tradest, würde ich nicht jeden Monat vom Eigenkapital dann noch Gewinne auszahlen, sondern ich würde weiterhin vom Fremdkapital 75% aller Gewinne auszahlen, die Hälfte von deinem Rohertrag ins Eigenkapital investieren, das Ganze traden und dann vom Eigenkapital einmal im Quartal wirklich deine Lebenskosten auszahlen. Ja, aber nicht monatlich, sodass du nicht diesen Druck hast, jeden Monat immer im Trading irgendetwas verdienen zu müssen, sondern dass du immer Geld hast. Das sind genau diese Schritte, die ich gehen würde, wenn ich das Trading jetzt komplett von Null auf lernen würde. Und das ist auch genau der Prozess, den wir mit jedem einzelnen unserer Klienten durchgehen, wenn wir ihn zum hauptberuflichen Trader ausbilden. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Implementiere diesen Prozess in dein Trading und du wirst sehen, dass du viel effizienter vorankommen wirst. Wir hören uns im nächsten Video. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis bald.